Das ist die Unterwasserwelt Wiens. Das glauben Sie nicht? Das ist unsere Donau. Gewässerschutz ist immer wichtig. Wenn ich nicht gestern Papa gefahren war und mein Kreuz eingerichtet hätte, ja, hätte ich auch einige. Ich fühle mich da auch irgendwie geehrt, da eben zu helfen und zu unterstützen. Mit Rutschig und Bergau ist ein bisschen ablegen. Und Maus. Kann ich was für ihn auftauchen, im Boot Bescheid geben, wir haben ein Boot. Der instruiert dann die Magnetfischer, die holen das an. Ja, das zeigt, er kennt sich keine Robben hin, weil du kannst ja schwere Sachen nicht heben. Ja. Passt auf unsere schöne Welt auf. Helft uns, ein bisschen das Ganze für unsere Nachkommen sauber zu halten. Danke. Danke. Unzählige Taucher haben sich zusammengefunden, um Müll aus der Donau zu bergen. Schön, dass ich die Aktion miterleben darf. Das ist wirklich einfach sehr schön, was hier passiert, wie viele ehrenamtliche Menschen sich engagieren, dass unsere Donau, unsere Donauinsel sauber ist. Ich bin jetzt wirklich schon gespannt, was hier alles aufgefischt wird. Mit den Magneten war ich schon dabei, mit den Müllanglern, nehme ich an, sagt man. Wir haben schon zwei Einkaufswegen rausgeholt und es ist wirklich phänomenal, was da eigentlich alles im Wasser liegt, was da nichts zu tun hat, und Gratulation zu dieser tollen Aktion. Gewässerschutz ist immer wichtig. Wenn ich nicht gestern Papa geworden war und mein Kreuz eingerichtet hätte, ja, hätte ich auch einige. Aber für sowas sind wir natürlich immer gern zu haben und gern bereit, dass wir da helfen. Und alle meine Tauchlehrer sind drin, alle meine Divemaster sind drin. Und jetzt schauen wir, dass wir das natürlich da ein bisschen reinigen und ein bisschen was tun für die Umwelt, dass wir das für unsere Kinder erhalten. Hat mich natürlich gestern noch mehr motiviert, weil mein kleiner Bub auf die Welt gekommen ist. Und für den möchte ich natürlich schauen, dass die Welt wieder sauber und in Ordnung ist. Ja, das ist unsere Zukunft. Mission: Schaffung neuer Lebensräume zur Erhaltung der Unterwasserwelt. Das Meer ist unser wichtigster Sauerstoffspender. Insgesamt werden 70% der lebenswichtigen Gase durch Photosynthese, durch Algen, Phytoplankton und Korallen erzeugt. Probleme ausgelöst durch den Klimawandel, der Umweltverschmutzung, der Industrie sowie dem Massentourismus belasten die Unterwasserwelt und die Korallenriffe massiv. Regen, Schnee, Wasser aus Quellen oder aus der Wasserleitung. Jeder Fluss wird dadurch gespeist und endet letztlich im Meer. Together we are a big swarm. Das haben wir uns auf die Brust geschrieben. In einer Zeit, wo der Umweltgedanke mehr denn je zählt. Deshalb ist es wichtig, mit allen anderen Firmen, Vereinen und Unternehmungen eine Kooperation einzugehen und den Weg der Aufklärung gemeinsam zu gehen, um Wichtiges zu schützen und zu erhalten. Danke, das ist sehr nett. Okay. Ja, vielleicht könnte man den Leuten einmal zeigen, was da eigentlich unten am Boden auf so einem kleinen Stück Fleck Müll liegt, den man eigentlich nur nehmen braucht und im Mistkübel schmeißen sollte. Was eigentlich in der heutigen Zeit selbstverständlich sein sollte. Das wäre wirklich an der Zeit, weil das wird immer mehr. Wir waren heute Vormittag zusammen an der Donau drüben, alleinig bei 500 Metern haben wir 6 Sackel Müll zusammen. Also nur so viel zu einer sauberen Donauinsel, was immer heißt, und wir sind also super. Was wird das den Leuten wirklich ins Bewusstsein bringen? Mülleimer, Trennscheiben, Autokennzeichen, E-Scooter und besonders deren Akku verschmutzen die Donau.
Jeder Cent der Unternehmung wird in unsere Reef Villages gesteckt. Ein Projekt, das sich um den ganzen Globus erstrecken soll und eine Tauchbasis als besonders nachhaltig und ökonomisch auszeichnet. Es ist also ein rundes und nachhaltiges Projekt. Auch wir haben längst begonnen, etwas für die Erhaltung der Ozeane zu tun und machen mit unserem Projekt reefvillage.org auf die Missstände der Meere und den kritischen Zustand unserer Korallenriffe aufmerksam. Also ich finde diese Aktion von Martin Aigner, der was da dieses ins Leben gerufen hat, echt super. Und er lebt ja schon lange Jahre für das Meer, für die Riffe und so weiter, dass die Riffe sterben und versucht da auch dagegen zu kämpfen. Und das ist eine wichtige Sache, denn wenn die Riffe sterben und die Wassertemperatur wirklich noch höher wird, ist es eine tolle Sache und ich fühle mich da auch irgendwie geehrt, da ihm zu helfen und zu unterstützen.